so, dass die Sowjets halt eben einen guten Hafen in Ostsee haben wollten. Die haben zwar hier auch einen in Leningrad. Genau, in Leningrad. Aber Hankow ist einfach näher dran, um hier besser expansiv zu arbeiten. Und ja, hier halt eben die ganzen normalen Gebiete, die es sonst auch immer von Finnland erobert. Wie sieht es in Afrika aus? Oh. Da wird der Italiener gerade zurückgedrängt. In Ostafrika geht's noch. So, genauso habe ich mir das vorgestellt, dass der Japaner hier schön. Oh, das sind auch nicht wenige Truppen. Also da hat er ordentlich was jetzt hingeschickt. Oh ja, da hat er ordentlich was hingeschickt. Also, dass er gleich als erstes hier die Philippinen irgendwann. Wir sehen hier noch keine einzige amerikanische Einheit. Weil die Schiffe einfach auch hier dann durch japanische Gebiete müssen. Und da die Japaner ja sowieso von Anfang an schon die ganzen Inseln hier haben und auch noch ein paar zusätzliche Inseln hier erobert haben. Gut, mit der Insel haben sie jetzt wieder verloren. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Ami hier noch nichts hat, weil er sich halt eben darauf konzentriert hat, seine Midway-Insel zurückzuerobern. Wobei wir auch wieder sehen, dass hier ja schon wieder Truppen sind. Die werden auch gleich wieder beschossen hier. Zack. Und schon führen die Midway-Inseln wieder den Japaner. Ja, da hat der Ami einfach keine Chance, dann hier was hinzuschicken. Und so hat der Japaner natürlich dann die freie Bahn. Aber der Japaner wird sowieso bald freie Bahn haben, wenn ich erstmal umangekommen bin. Oh, Venezuela ist jetzt auch den Alliierten beigetreten. Das heißt, zack, zack. Jetzt mal gleich hin da. Ach, Kinders, ihr müsst doch einfach nur hier die beiden Länder erobern. Das ist doch nicht so schwer, oder? So, wir brauchen aber auch wieder ein paar Konvois, so wie es aussieht. Wobei, hier werden noch welche gebaut. Also, ja. Ist schon schwierig. Oh, die Deutsche versuchen hier durchzubrechen. Das ist blutig. Wenn man versucht hier durchzubrechen. Frankreich annektiert Syrien. Ja. Jetzt nicht so relevant. Nicht. Das hier wundert mich noch ein bisschen. Das Land übrigens auch noch hier. Jetzt kommt. Ach du Scheiße, jetzt kommen die Iraker auch noch ganz von da hinten hierher marschiert. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Aber das ist, was ich sagen wollte, das ist blutig, wenn man versucht, hier durchzu. Wobei ich jetzt gerade sehe, hier ist auch noch. Es sind ja kaum Truppen hier. Oh, dann kann man es natürlich versuchen, aber sonst ist das ganz schön blutig. Ja, jetzt ist klar, natürlich versuchen jetzt die Franzosen hier ihre Grenzen zu verteidigen, noch das zu halten, was sie haben. Allerdings denke ich, wird das nichts mehr werden. Eigentlich müsste Deutschland jetzt Belgien noch den Krieg erklären. Aber das machen sie nicht. Ja, ich brauche dann natürlich später auch viele Schiffe, um dann auch die ganzen Inseln hier einnehmen zu können. Kuba und das alles. Kuba, Dominikanische Republik, Haiti. Die ganzen einzelnen Inseln hier noch von den Briten. Puerto Rico, ganz wichtig. Oh, französische Inseln ist dann nicht so wichtig, denn wenn Frankreich erstmal besiegt ist, dann
berappeln die sich auch nicht mehr. Die sind dann ja zwar immer noch so ein bisschen mit drin, aber da passiert nichts mehr. Ah, hier passiert, denke mal, jetzt auch nichts mehr. Also es ist riskant, so den Weg zu gehen, aber diesmal ist es wohl gut gegangen. Zumal hier auch immer so große Lücken dann sind, dass es für Panzer natürlich natürlich dann sehr gut, die dann hier schnell durchrücken können. Weil die Infrastruktur auch einfach... Na, jetzt haben wir ein neues Event. 8 Millionen Bajonette. Lange hat die Welt Italiens Behauptung, 8 Millionen Bajonette zur Verteidigung des Landes bereit zu haben, belächelt. Italien wird der Welt zeigen, dass dies nicht bloß bombastische Propaganda war. Ja, hier sehen wir halt eben, dass Frankreich einfach auch die Infrastruktur dafür hat, sowieso allgemein in Europa die Infrastruktur dafür hat, gut durchzumarschieren. Für die französischen Truppen natürlich gut, aber das wird Frankreich jetzt zum Verhängnis. Dadurch, dass einfach zu viele Achsenmächte jetzt hier rummarschieren. Angeführt von den Deutschen, Italienern und die Ungarn. Und ein paar Slowaken laufen hier mit rum. Aber wir sehen hier einfach zu große Lücken. Also die Franzosen... Honduras. Die Franzosen beschränken sich viel zu sehr auf diesen Bereich hier. Jetzt sind sie ja schon fast bis hier oben in Cherbourg, also dann ist ja auch hier der komplette Teil abgesperrt und die Einheiten, die hier sind, wenn die gekesselt sind, ach. Also das war schon, irgendwo war das schon schlauer Schachzug, ich habe irgendeinen Schluck auf, deswegen, Entschuldigung. So, Honduras ist jetzt auch schon den Alliierten beigetreten. Ja. Das ist ja schön für Honduras. So, Japan hat die Philippinen erobert. Das heißt, die können sich jetzt komplett hier unten auf die indonesischen Gebiete konzentrieren. Brunei und das alles. Ja, Singapur, wenn wir das haben, ist natürlich auch ein guter Schlag gegen die Briten. Und wenn Frankreich erstmal besiegt ist, bekommt Japan ja auch das Gebiet hier noch. Das heißt, von da aus können sie auch noch zusätzlich angreifen. Und Frankreich ist ja jetzt bald besiegt. Mann, jetzt werden hier ein paar mehr Offensiven gestartet. Ich bin ja begeistert. So langsam kommen meine Truppen dann schon. Aber das ist halt eben erstmal so eine Nation ordentlich aufzubauen, bevor die da irgendwie in den Schwung kommt. Ich brauche einfach mehr Energie. Der Fall Pearl Harbors. Oh, das Event hatte ich noch gar nicht. Da haben sie doch tatsächlich geschafft, Pearl Harbor einzunehmen. Wow, ich bin begeistert. Der Fall Pearl Harbors. Die kaiserlichen japanischen Truppen haben Honolulu gestürmt und eingenommen. Die größte Stadt auf der hawaiianischen Insel Oahu. Die in der Nähe befindliche US-Marinestation Pearl Harbor befindet sich in einem heftigen Kampf. Nach dem Rückzug nach. Okay, ein Tag der Schande in Erinnerung bleiben wird. Wow. Also, ich bin echt gerade schwer beeindruckt von Japanern. Das sind ja echte Pensionskünstler. So, Luxemburg wurde jetzt auch von Deutschland eingenommen. So. Und die Achse steht vor Paris. Die Achse hat gleich Paris. Ja, hier hinten, wir haben keine Chance mehr. Das ist alles immer noch im selben Monat wie vorhin. Also das ist, hier ist okay, kann man sich mal den Druck schon nehmen.
vielleicht erlebe ich ja gleich noch eine Sensation und Deutschland startet eine Invasion direkt auf die britische Insel. Das wäre ja hier noch der Oberknaller. So. Da frage ich mich sowieso, was passiert, da jetzt ja nicht die Deutschen Paris einnehmen, sondern die Italiener. Aber passiert denn dasselbe Event mit Vichy Frankreich oder was passiert hier? Ja, ist ja gut. Mann, man ist ganz schön gespannt hier. So, jetzt aber. Na, wir sehen hier oben rote Zahlen, ne? Die Truppen werden da ein bisschen zurückgedrängt. Müssen wir gleich mal gucken. Ich will nur mal kurz gucken, was passiert jetzt hier. Wenn jetzt mal überhaupt was passiert. Ah, okay, Paris ist umzingelt. Stehen ein paar Truppen. So. Was sieht's aus? Okay, es passiert dasselbe. Also, Estland. Ja, Estland wurde jetzt von der Sowjetunion erobert, Lettland und Litauen. Also Sowjetunion annektiert die alle. Deutschland siegreich, der Niedergang Frankreichs. Frankreich. Aus Frankreich wurde uns folgendes Ereignis berichtet, das Vichy-Regime. Kurz nachdem er am 17. Juni 1940 das Kommando von Paul Renoir übernommen hat, machte sich Pétain an die Etablierung einer längerfristigen diplomatischen Beziehung mit Deutschland. Der Waffenstillstand war ein notwendiger Schritt zur Vermeidung weiteren Blutvergießens und zur Verbesserung der Beziehung zu Deutschland, das nach der Ansicht Pétains und der Vichy-Minister schon bald Großbritannien besiegen und zur dominanten Macht in Europa werden würde. Tatsächlich sprachen einige von einem Europe-Allemand, einem von Deutschland dominierten Europa. Pétain und seine Minister glaubten, dass Frankreich als Kolonialmacht und europäische Großmacht zwischen den Kriegen der mächtigen Deutschland im Herzen des Nouveau Ordre Europee als wichtiger Bündnispartner gereichen würde. Am 12. Juni 1940 wurde eine stärkere Regierung, l'État français, gegründet, eine Kooperation mit Deutschland zu einem gewissen Grad war hierfür vorausgesetzt. Nun, was ist jetzt hier los? Moment mal. Achso.